Refugee Flash. Der Newsflash über Flüchtlinge und Flüchtlingspolitik in Europa und der Welt. Mit Vorortberichten des European Council on Refugees and Exiles, ECRE, Reporterinterviews, Expertinnenmeinungen und dir. Ja, dir. Zeig Solidarität, übe Kritik oder erzähle uns von einer Flüchtlingsinitiative. Schick dein Mail an dgpredaktion@gmail.com und wir präsentieren deine Meinung in der Sendung. Die Brände im Flüchtlingslager Moria in der Nacht vom 8. bis 9. September, die das Lager auf der griechischen Insel Lesbos völlig zerstörten, dominieren die Medien. Migrationsforscher Gerald Knaus kommentiert die Brände als die best angekündigte Katastrophe in Europa. Ärzte ohne Grenzen nennt Moria eine Zeitbombe, die jetzt explodiert ist. Griechenlands Premierminister Kyriakos Mitsotakis resoniert nach den Bränden, dass es die Tragödie vielleicht brauchte, um die Gewissen wieder zu wecken, dass Europa realisiert, dass die Lösung nicht an den Erstaufnahmestaaten an den Außengrenzen hängen darf. EU-Innenkommissarin Ylva Johansson sagte als Reaktion auf die Feuer den sofortigen Transfer und die Unterbringung von 400 unbegleiteten Kindern und Jugendlichen auf das Festland zu. Zwei Tage nach der Katastrophe bekräftigte Kommissionsvizepräsident Margaritis Schinas die zwingende Notwendigkeit einer gemeinsamen europäischen Asyl- und Migrationspolitik. Bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Bundesinnenminister Horst Seehofer betont Schinas, dass die Zeit abgelaufen sei, dass Europa ohne eine gemeinsame Migrationspolitik weitermacht. Schinas erinnerte, dass Europa 2016 gescheitert war, weil eine Reihe von Regierungen eine europäische Einigung blockiert hatte. Der Vizepräsident bestätigte, dass die Kommission am 30. September ihre Vorschläge zur neuen Migrations- und Asylpolitik vorstellen werde. Die Pläne eines neuen Aufnahmezentrums nach internationalen Standards, wie von Angela Merkel angedacht, beurteilen Medienvertreterinnen vor Ort als problematisch. Der Aufbau eines neuen europäischen Aufnahmezentrums für Flüchtlinge auf der Insel Lesbos stößt sowohl bei den Einheimischen der Ägäisinseln als auch bei den Flüchtlingen auf starken Widerstand. Trotz einer großen Welle der Solidarität lehnt Österreich ausgehend von Bundeskanzler Sebastian Kurz die Aufnahme von Migranten aus Moria strikt ab. Zur breiten Front der Solidarität zählen die österreichische Bischofskonferenz, der Samariterbund, die Sozialistische Jugend, die Caritas, die Diakonie, die Volkshilfe, die österreichische Hochschülerschaft ÖH, die Initiative Courage, Mut zur Menschlichkeit, die Islamische Glaubensgemeinschaft in Österreich, IGGÖ, die unabhängige Gewerkschafterinnen im ÖGB, der österreichische Frauenring, die österreichische Ordenskonferenz, die Kinderfreunde sowie zahlreiche NGOs und Politikerinnen. Viele sagten konkrete Hilfe zu und bestätigten die Bereitschaft und Möglichkeit, Flüchtlinge aufzunehmen. Österreichs Innenminister Karl Nehammer argumentierte in einer ersten Reaktion, dass die Feuer von gewaltbereiten Migranten selbst gelegt worden waren. Außenminister Alexander Schallenberg, ÖVP, und Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka, ÖVP, argumentierten gegenüber den Medien, dass die Aufnahme von Verzweifelten aus Moria bloß weitere Menschen zur Flucht nach Europa ermutigen werde. Die Regierung unterstrich die Hilfeleistungen Österreichs in der Vergangenheit und sagte Hilfe von 1 Million Euro aus dem Auslandskatastrophenfonds zu. Vizekanzler Werner Kogler, Grüne, konnte sich gegenüber dem Koalitionspartner nicht durchsetzen. Die Grünen stimmten gegen zwei Fristsetzungsanträge von SPÖ und NEOS für die Aufnahme von Kindern aus Moria. Die FPÖ sowie das Team Hatze Strache wollen von der Aufnahme von 100 unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen nichts wissen und kriminalisieren die Moria-Flüchtlinge als Brandstifter, islamistische Extremisten und als Flüchtlinge getarnte Kämpfer des IS. Tatsächlich hatte Griechenlands Migrationsministerium wenige Stunden vor dem Ausbruch der Brände in Athen verkündet, dass 35 Bewohner des Lagers positiv auf das Coronavirus getestet worden waren. Migrationsminister Notis Mitarachi ließ aber gegenüber den Medien offen, ob es sich um bewusste Brandstiftung gehandelt hat.
Im Schatten der Katastrophe von Moria empfing am 10. September der Heilige Vater Papst Franziskus in der Sala Clementina des Vatikanischen Apostolischen Palastes den Bürgermeister von Lampedusa, Salvatore Martello, gemeinsam mit einer Delegation von Bürgermeistern aus europäischen Grenzgemeinden. Der Besuch fand im Rahmen des EU-Projekts Seitenblicke von den Grenzen statt, in dem sich 36 Grenzgemeinden und Organisationen gemeinsam für eine solidarische und menschenrechtskonforme Migrationspolitik einsetzen. Aus Österreich waren Andreas Babler, Bürgermeister von Traiskirchen, Johann Lappi, Vizebürgermeister von Straß in Steiermark und Stefan Grasgruber-Kerl, Mitarbeiter der Menschenrechtsorganisation Südwind, dabei. In einer OTS-Presseaussendung informierte Südwind von den Eindrücken der Papstaudienz. Vergangene Woche verzeichneten die Kanarischen Inseln einen neuen Höhepunkt bei den Ankünften von Geflüchteten auf der Atlantikroute, berichtet Ekre. Innerhalb von nur 24 Stunden erreichten mehr als 300 Menschen auf 11 verschiedenen Booten Gran Canaria, Teneriffa und Lanzarote. 2 Tage zuvor waren mehr als 140 Personen eingetroffen. Über 60 Personen, die vor einigen Wochen die Atlantikroute eingeschlagen haben, werden vermisst. Berichten zufolge sind zwischen dem 1. Jänner und dem 11. September 202 Menschen auf der Atlantikroute ums Leben gekommen. Die Zahl der Vermissten ist laut Ekre um ein Vielfaches größer. Der Anstieg von Versuchen auf der Atlantikroute hängt mit den verstärkten Patrouillen an den marokkanischen Mittelmeerküsten zusammen, die im Rahmen des Abkommens EU-Marokko mit EU-Mitteln in Höhe von über 100 Millionen Euro unterstützt werden. Die Ankünfte auf dem spanischen Festland gingen in der Folge zurück und die Menschen wichen auf die längere, noch gefährlichere Atlantikroute aus. Trotz des verbesserten marokkanischen Grenzschutzes kamen im Jahr 2020 14.712 Menschen in Spanien an, davon 4.529 auf den Kanarischen Inseln. Im Jahr 2019 kamen 26.168 Menschen in Spanien an, davon 2.698 auf den Kanarischen Inseln. Das Ringen um 27 gerettete Flüchtlinge aus Libyen, die über einen Monat an Bord des dänischen Handelsschiffes Maersk Etienne ausharrten, hat ein Ende. Nach 39 Tagen an Bord des Öltankers Maersk Etienne wurden die aus dem Mittelmeer geretteten Menschen auf das Rettungsschiff Mare Jonio gebracht und dürfen in Sizilien in Italien an Land gehen. ICS, die Internationale Schifffahrtskammer, UNHCR, die UN-Flüchtlingsorganisation und die Internationale Organisation für Migration, IOM, hatten zuletzt gemeinsam die Ausschiffung der Geretteten, darunter ein Kind und eine schwangere Frau, gefordert. Der Generalsekretär der Internationalen Schifffahrtskammer, Guy Platten, sprach klare Worte: Weil die Schifffahrtsindustrie ihre rechtlichen und humanitären Verpflichtungen, Menschen in Seenot zu helfen, sehr ernst nimmt, und forderte die Staaten ihrerseits auf, ihren Teil beizutragen. Handelsschiffe seien nicht für den Zweck konzipiert oder ausgerüstet, diese verletzlichen Menschen zu versorgen. Die Schiffsbesatzung hatte über einen Monat Lebensmittel, Wasser und Decken mit den Geretteten geteilt. Guy Platten forderte, dass Such- und Rettungseinsätze auf See in Übereinstimmung mit dem Wortlaut und Geist des Völkerrechts erfolgen müssen und Gerettete sofort in einen sicheren Hafen gebracht werden können. Die Maersk Etienne ist der 3. Vorfall in diesem Jahr, bei dem ein Handelsschiff auf der Versorgung von auf See geretteten Menschen im Stich gelassen wird. Im Mai wurde die Marina 6 Tage mit rund 80 geretteten Personen an Bord aufgehalten. Im Juli unterbrach die Thalia ihre Reise, um 50 Personen zu versorgen, die 4 Tage auf ihre Ausschiffung warten mussten. Refugee Flash. Der Newsflash über Flüchtlinge und Flüchtlingspolitik in Europa und der Welt. Mit Vorortberichten des European Council on Refugees and Exiles, ECRE, Reporterinterviews, Expertinnenmeinungen und dir. Ja, dir. Zeig Solidarität, übe Kritik oder erzähle uns von einer Flüchtlingsinitiative. Schick dein Mail an dgpredaktion@gmail.com und wir präsentieren deine Meinung in der Sendung.